Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Und im letzten Video hatte ich es ja schon angekündigt, dass es noch eine, neben den N-Wagen noch eine zweite Serie geben wird, die jetzt parallel läuft. Und das ist das, was ihr hier gerade seht. Und zwar werde ich mit Nahverkehr, also Straßenbahn, Stadtbahn, versuchen, einmal quer durch das Ruhrgebiet zu fahren, soweit es eben geht. Und dazu starte ich jetzt hier in Krefeld an der Haltestelle Rheinstraße, denn hier beginnt die Linie U70 und die wird mit Fahrzeugen vom Typ B80D befahren. Das Ganze sind hochflorige Stadtbahnfahrzeuge, die im gesamten Ruhrgebiet zum Einsatz kommen. Inzwischen sind sie hier in Düsseldorf modernisiert worden, verfügen jetzt über Ledersitze statt Stoffsitze, denn die Stoffsitze haben nicht mehr mit den Brandschutzregelungen funktioniert, deswegen wurde das Ganze eben umgebaut. Allerdings Ledersitze, das heißt, es gibt zwei relativ dünn gepolsterte Sitz- und Anlehnflächen und die sind eben mit Leder überzogen. Und diese Strecke, die ich jetzt hier befahre, das ist die sogenannte K-Bahn. Sie führt von Krefeld über Meerbusch-Osterath und Meerbusch-Büderich nach Düsseldorf. Und sie wurde schon 1898 in Betrieb genommen und war damals die erste städteverbindende elektrische Schnellbahn in Europa. Und der Name K-Bahn, das kommt daher, dass man die Linie früher einfach nach Krefeld, die Linie hieß K und deswegen war es die K-Bahn und das hat man jetzt eben so übernommen, auch wenn es inzwischen eben eine andere Nummer ist. Ja, mit dieser Bahn ist man dann in knapp einer Stunde in Düsseldorf. Dauert gar nicht so viel länger, als wenn man zum Beispiel mit dem RE10 fahren würde. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufgenommen habe, war es auf jeden Fall die schnellste Variante, weil der RE10 wegen Bauarbeiten nach Duisburg umgeleitet wurde. In Düsseldorf selbst wird man dann auf Höhe der Turnhalle den Rhein überqueren. Ja, nach der Oberkasseler Rheinbrücke geht es dann, eben wie man hier sehen kann, an der Turnhalle vorbei und direkt dahinter geht es dann auf die Hofgartenrampe und die führt dann in den unterirdischen Teil. Dann folgen noch die Heinrich-Heine-Allee, die Steinstraße Königsallee, die Oststraße und dann kommt auch schon der Hauptbahnhof. Da enden die Linien dann meistens, was man jetzt hier ganz kurz gesehen hat, wenn man auch nochmal am Anfang gesehen hat in Krefeld. Man hat hier eben einen ebenerdigen Ein- und Ausstieg und in Krefeld, wo die Höhe eben vom Bahnsteig nicht passt, können dann Stufen ausgefahren werden, sodass man bei hohen und bei niedrigen Bahnsteigen eben immer gut ein- und aussteigen kann. In Düsseldorf bin ich dann gleich umgestiegen in die nächste U-Bahn und zwar in die U78 und da geht es jetzt über die Düsseldorf-Duisburger Kleinbahn oder auch einfach genannt D-Bahn. Selbes Spiel. Früher eben die Linienbezeichnung und heute eben eine ganz normale U-Bahn-Liniennummer, aber D-Bahn ein bisschen noch eingebürgert, der Name und deswegen auch noch vorhanden. Und diese Bahn führt dann hier auch mit Zügen der Baureihe B80D, aber auch mit Fahrzeugen eben nicht von der Rheinbahn, sondern von der DVG, also von der Duisburger Verkehrsgesellschaft. Und das sind dann Züge der Baureihe B80C. Die sind etwas unterschiedlich, aber doch relativ ähnlich. Aber gerade von der Innenausstattung unterschiedlich. Ich hatte gehofft, dass ich vielleicht einen B80C erwische, sodass ich ein bisschen mehr Abwechslung habe. Aber da es jetzt exakt das gleiche Fahrzeug war wie auf der K-Bahn, das Ganze hier in einem Video. Weiter hier noch eine kleine Besonderheit. An manchen Sitzplätzen gibt es sogar kleine Tische. Und dann geht es so langsam in die Vororte von Duisburg. Hier sieht man jetzt zum Beispiel so einen B80C von der DVG. Dann folgt eine Besonderheit und das ist die Haltestelle Angerburgen. Und hier ist der Name Haltestelle gar nicht korrekt. Es ist zwar ein Bahnhof, aber der wird einfach durchfahren. Der ist nie in Betrieb gegangen. Das ist also ein Geisterbahnhof. Hier kommt er jetzt gerade.
Und dort fahren die Züge eben einfach ohne Halt durch. Eigentlich schade um so einen Bahnhof, man hat ihn eben gebaut, aber dann wurde er doch nicht gebraucht. Man sieht, er war auch gut ausgestattet, also mit Niederflurhaltestelle und Hochflurhaltestelle, sodass dort auch eigentlich sämtliche Fahrzeuge hätten halten können, ist aber eben nicht in Betrieb gegangen. Ja, und dann nähert sich der Zug schon immer weiter der Innenstadt von Duisburg. In Duisburg selbst macht die D-Bahn dann noch einen kleinen Schlenker, sodass man wirklich hier parallel zur Straßenbahn viele Haltestellen im Innenstadtbereich anfährt und dann geht es eben in Richtung Hauptbahnhof und darüber geht es auch noch ein Stück hinaus. Allerdings steige ich am Hauptbahnhof aus und ja, im nächsten Video geht es dann wieder mit dem N-Wagen weiter und im übernächsten Video geht es dann hier mit meiner Fahrt quer durchs Ruhrgebiet weiter. Was das für ein Fahrzeug dann sein wird, das seht ihr dann eben im übernächsten Video. Hier seht ihr jetzt erstmal, wann das nächste Video mit den N-Wagen kommt, von wem die Musik stammt und ich sage danke fürs Zuschauen. Würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.